uns jetzt nach einer Energiezelle. Und die finden wir dort. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Enslaved. Und ihr habt gesehen, da gibt es eine Menge Mumm auf diesem Schlachtfeld, diesem alten. Ja. Was mag das wohl bedeuten? Wir sind ein wenig unterbewaffnet, so wie ich sehe. Hier wimmelt es überall nur so von Max. Ja, klar. Ich gebe euch von hier oben Deckung. Da sind sie! In Deckung! Hab ein! Macht zwei! Reiset hin! Ich bin besser als du, Monkey! Wo ist denn der Heinzi? Und noch einer! Kopfschuss! Ups! Das sind fünf! Was? Ich bin so gut! Wie viel hast du denn, mein Kind? Halt die Klappe, sonst lauf ich über! Das war der letzte! Gehen wir! Fuck, Leute, da geht's ja wieder rund, gleich am Anfang. Bixi ist ja extrem cool. Wir brauchen Munition, das sehe ich schon. War da hinten auch noch was? Nö. Wir lösen da gleich wieder einen Trigger aus, gell? Ja, natürlich. Aber wir... Ah, da steht Tripitaka schon. Das gibt's ja nicht. Was tut denn die da schon wieder? Mehr Max! Keine Bange! Die pixifiziere ich! Wovon zum Teufel redet der? Bin ich bloß so gut geworden? Das ist doch kein Wettbewerb. Sowas sagt nur ein echter Loser. Stimmt's, Trip? Wo ist denn der Einzel? Da. Ja, hallo. Komm, Junge! Da war noch Mond. Von wo kommen die nächsten? Da, da unten. Oh! Oh weh. Leute aus allen Ecken und Enden. Ja. Na ja, klar. Mehr Max! Keine Bange! Die pixifiziere ich! Wovon zum Teufel redet der? Wieso kann ich deinen Mund nicht aufsammeln? Thank you.
glaube, wir gehen es ein wenig ruhiger an, ne? Na Leute. Sind ja schräg drauf. Hm? Na Pixel, was sagst du jetzt dazu? Hey Trip, nur zur Info. Ich habe viel mehr umgelegt als Monkey. Ich treffe euch auf der anderen Seite. Okidoki. Habt ihr gemerkt, dass wir Tripitaka nicht einmal auffordern konnten, uns zu helfen, also dieses Ablenkschild zu aktivieren. Das ist ja wirklich gemein gewesen. Ja, Trap Trap der Trapper und Trip Trip die Tripitaka. So, wir sammeln mal alles, was zu sammeln geht. Wie immer natürlich. Und ich nehme an, das wird dann nicht da das letzte Gefecht gewesen sein. So, haben wir alles? Okidoki. Auf geht's. Hey. Hey, hey, was hast du gemacht? Das war wohl ein Kurzschluss. Wie kommen wir hier weg? Keine Ahnung. Wow, hier ist es ganz schön dunkel. Riecht auch nicht besonders gut. Ich weiß nicht. Hier, lass mich mal. Hier gibt's frische Luft. Ach, halt die Klappe. Ich war hier noch nie. Macht mich ein bisschen nervös. Woher weißt du denn, dass es hier eine Energiezelle gibt? Bin schon oft drüber geflogen. Seht ihr, das Auge verfolgt uns. Wo ist er denn? Ah. Du, wirst du? Der Schlingel, was ist denn das? Naja, egal. Wir müssen ja... Schau, wie der uns folgt. Na Pixi, was sagst du? Wo ist er denn hin? Der hat ja jetzt gerade geschrien, oder? Wow! Schau dir das an! Wieso ihm dieser Ort wohl Angst macht? Weiß nicht. Ja, kommt gut. Okidoki. Schon wieder. Ein Regenbogen, Leute, und das bei diesem Game. Cool. Das war wohl eine Siedlung einmal vorerst.
Gut so. Chippy. Tacker. Na los, wir sind fast da. Ja. Mach keinen Stress. Also Pixie watschelt schon irgendwie extrem cool dahin. Hä? Er ist sicher mein Hero. Pixie Man, Pixie, jawohl. Monkey, kann ich dich mal was fragen? Was denn? Wie machst du das mit deinen Haaren? Was? Max, vor uns. Okay, die übernehme ich. Na klar. Scheint eine gute Stelle zu sein. Das letzte Mal, ich muss mich entschuldigen. Bereit, wenn du es bist, Monkey. Bei ich Pixie. Bin immer bereit, Pixie. Der hat uns doch geholfen. Der schießt wie verrückt aus allen Rohren. Nur manchmal nützt das halt eben nichts. Und Satz mit X, das war halt nichts. Ja, er hat es versucht. Ich habe das im nachträglichen Video. Hey, Monkey! Nimm deine Rübe aus meiner Schusslinie! Ich versuche hier zu zielen! Was ist jetzt? Wo ist der? Wo ist unser Trippy? Da drüben. Monkey, ich hätte dir fast das Hirn aus dem Schädel geblasen. Aus Versehen. Natürlich. Pixie Man. Was tun wir denn hier? Pixie, du bist wirklich cool. So, ja, das kommt ja auch cool. Dann springen wir mal weiter. Einfach so. Hey Trip, hast du manchmal auch das Gefühl, dass dich das Schicksal in der Hand hat? Ja, manchmal. Tja, ist nicht das Schicksal, sondern ein Riesen-Mac. Wow. Na los, wir sind fast da. Cool Leute, hier ein kurzer Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder in der Riesenhand dieses Riesen-Macs, okay?